ist der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, es ist ein hochemotionales, sensibles Thema, über das wir heute hier im Deutschen Bundestag diskutieren. Es ist auch ein sehr aktuelles Thema, weil wir immer wieder in den politischen Debatten erleben, dass darüber diskutiert wird, was tun wir für die Einheimischen, die obdachlos sind, und was tun wir für diejenigen, die neu in unser Land gekommen sind. Und das Thema berührt einen selbst, wenn man immer wieder Erfahrungen gesammelt hat, in Einrichtungen war, wo Menschen sind, die keine eigene Wohnung mehr haben, obdachlos sind. Und wenn man diese Einrichtungen besucht, Gespräche kommt mit denen, die direkt betroffen sind, dann fällt es auch immer nicht einfach, einfache politische Antworten für diese Problemstellungen zu finden. Wir haben die Zahlen gehört, 335.000 haben keine eigene Wohnung, 39.000 gelten als obdachlos, die Zahl derer, die bis 2018 keine eigene Wohnung haben werden, geht wahrscheinlich bis auf 500.000, und auch die Zahl derer, die dann obdachlos sein werden, wird wahrscheinlich steigen. Das macht einen betroffen, das will ich an dieser Stelle ganz deutlich für die CDU-CSU-Fraktion sagen. Ich habe in den letzten Jahren Kältehilfe bei mir am Bahnhofsplatz besucht. Ich war bei Bahnhofsmissionen hier am Zoologischen Garten in Berlin. Ich habe eine Einrichtung besucht von Mut, dem Träger, der sich um Obdachlose kümmert und deren Zahnhygiene. Und wenn man sieht, wie viele Träger in diesem Bereich tätig sind, auch hier in Berlin, dann können wir auf der einen Seite stolz darauf sein, was geleistet wird, und müssen andererseits ja auch feststellen, dass sich dieses Thema eben nicht dafür eignet, dass wir hier parteipolitisch Kontroversen ausführen und das Thema dafür nutzen, um irgendwelche anderen Debatten zu vermischen. Herr Birkwald, Sie und ich verbindet, dass wir beide in der Senatsverwaltung für Soziales in Berlin gearbeitet haben. Sogar in sehr ähnlicher Funktion, beide in Leitungsfunktionen. Und gerade dieses Thema war nie Gegenstand in Berlin einer politischen, parteipolitischen Diskussion, sondern es ging immer darum, den Betroffenen zu helfen. Und diese Betroffenen, denen hilft man eben nicht, indem man hier vorne große Reden hält, sondern indem man sich ganz individuell der Probleme annimmt. Wenn wir mit denjenigen uns unterhalten, das wissen Sie auch, Herr Birkwald, aus Ihren eigenen Erfahrungen, viele Kollegen hier über die Fraktionen hinweg waren ja in solchen Einrichtungen, die wissen eben, dass es sich oft um individuelle Probleme handelt, um unterschiedliche Lebenslagen, Situationen, die zueinander gekommen sind, die dazu geführt haben, dass man den Weg aus den Augen verloren hat und hin und wieder dann auch in der Konsequenz seine eigene Wohnung. Es hat was mit Trennung, mit Scheidung, mit Schicksalsschlägen und vielen anderen Situationen zu tun, mit denen man persönlich schwer umgehen kann. Und jetzt müssen wir uns fragen, wie wir, ohne das parteipolitisch zu transportieren, wie wir diesen Menschen wirklich vernünftig helfen können. Und ich will das ganz offen sagen, ich hege durchaus Sympathie dafür, eine Statistik bundesweit einzuführen, habe aber auch die Argumente aufgenommen, die aus dem Bundesministerium kamen, warum jetzt eben die Schritte unternommen werden, der Machbarkeitsstudie, warum es auch Probleme gibt bei denen, dass eben diese Personen eben nicht so einfach erfassbar sind, weil sie sich eben sehr stark mobil bewegen, weil es eben auch natürlich Personen sind, die eben andere Lebenswege und auch andere persönliche Wege gehen. Deswegen lehnen wir heute den Antrag ab, mit dem Ziel, in dem Bereich auch statistisch durch die Länder voranzukommen. Ich finde es aber gut und wichtig, dass wir hier als Zeichen des Deutschen Bundestages setzen, dass wir uns intensiv um diejenigen kümmern, die in Deutschland eine Wohnung suchen. Dazu gehört zum Teil sozialer Wohnungsbau, das ist richtig, aber eben nicht nur, sondern wir müssen uns den individuellen Themen der jeweiligen Menschen nähern und so helfen. Und das wollen wir als CDU-CSU-Fraktion weiter in Zukunft machen. Vielen Dank.